Sie wollten alles zerstören, damit wir oder die Versehrten es nicht mehr benutzen konnten. Gustav brüllte jeden an, an dem wir vorbeikamen, schrie den Versehrten unsere Befürchtungen ins Gesicht. Die meisten von ihnen folgten uns nicht, konnten es auch gar nicht. Niemals würden wir rechtzeitig ankommen, um die Zerstörung der Station und den Tod all der Gefangenen zu verhindern. Jede Sekunde konnte der erste Schuss fallen. Das Geschütz des Panzers würde Feuer spucken und das Geschoss die Fassade der Station in Trümmer verwandeln. Das zweite Geschoss würde schon tiefer ins Gebäude eindringen, dorthin, wo sich die Blutbeutel der Vampire befanden. Ich stolperte und riss dabei eine Versehrte um, rappelte mich wieder hoch und rannte weiter hinter dem Arzt her. Eine Treppe nach unten, der dritte Stock. Gustav schrie und rief jetzt seltener, schien seinen Atem zum Rennen zu brauchen. Auch ich keuchte. Wir hatten keine Waffen, zumindest ich nicht. Bei unserer Flucht aus der Dialysestation hatten wir zwei Pistolen gehabt. Meine war weg. Ob Gustav seine noch hatte? Der zweite Stock. Die Cafeteria, Jeanette und das Narbengesicht saßen an dem Tisch wieder beieinander und auch Petra war dort. Narbengesicht entdeckte uns als erster, erhob sich, zeigte auf uns, dann griff er in seinen Rücken und holte eine Waffe hervor. Gustav begann mit den Händen zu wedeln. »Wir tun euch nichts«, wollte er sagen, aber Narbengesicht hatte noch immer nicht begriffen, dass unser Gerenne keinen Angriff darstellte. Zwei Wachen sahen die gezogene Waffe und legten ebenfalls auf uns an, machten es dem Narbengesicht nach. Natürlich, man konnte ja nie wissen, nicht wahr? Petra brüllte. Sofort stehen bleiben, Gustav, bleib stehen. Der Arzt machte noch drei Schritte, verlangsamte dann, wurde aber von seinem Schwung noch einige Meter weitergetragen. Auch mir gelang es anzuhalten, völlig außer Atem. »Rede, rede, mach den Mund auf, Gustav!« Er deutete nach draußen in Richtung der Station, in Richtung Panzer, aber außer keuchendem Atmen kam kein Laut aus ihm heraus. Das erste Wort, das ich von mir geben konnte, war »Sie!« Narbengesicht ließ seine Waffe sinken, als er endlich registriert hatte, dass unser Gerenne weder einen Fluchtversuch noch einen Angriff auf ihn oder Petra und Jeanette darstellte. »Sie wollen... Sie zielen mit dem Panzer auf die Station! Sie wollen...« Da krachte der erste Schuss. Es klang seltsam leise und dumpf. Leiser, als ich es erwartet hatte, auf jeden Fall. Aber die tiefe Vibration der Schallwelle war für uns alle deutlich zu spüren. Der Boden schien zu zittern, die Glasscheiben der Poliklinik bebten. Alle Gesichter fuhren herum. Gustav, Petra, Narbengesicht, die beiden Wachen, wir alle hasteten zur Fensterfront, um zu sehen, was vor sich ging. Es war Narbengesicht, der eines der Laken, die als Blickschutz dienten, herunterriss. Die rechte Ecke der Station fehlte jetzt. Dort, wo sie gewesen war, gab es nur noch eine Wolke aus Staub und Qualm, und hinter dieser Wolke züngelten Flammen. Abgesehen von denen, die das Geschütz des fahruntüchtigen Panzers bedienten, hatten sich die Vampire der Station mit ihren Angehörigen 50 Meter entfernt auf der Zufahrtsstraße des Klinikviertels versammelt und beobachteten das Schauspiel. Braunjacke stand neben dem Doktor. Die Männer mit den BMX-Masken waren verteilt in der kleinen Menge zu sehen.
Fast hätte man meinen können, dass es sich um einen Auflauf von Schaulustigen handelte, die sensationsgeil einen Feuerwehreinsatz bestaunten. Aber so etwas gehörte in die Zeit vor dem Krieg. »Wir müssen etwas tun. Sie töten die Gefangenen.« Das war Gustav. Petra starrte auf die Szene herunter und schien ihn nicht zu hören. Narbengesicht war der Erste, der reagierte. »Nein, wir können nichts machen. Wir bleiben hier und warten ab. Dann gebt uns wenigstens Waffen«, fuhr ich ihn an. Der Geschützturm bewegte sich wieder. Es arbeitete in dem verbrannten Gesicht. Dann war es Petras Stimme, die seine Überlegungen unterbrach. »Nein, ihr bleibt hier. Ihr könnt nichts tun. Macht doch die Augen auf.« Gustav wollte widersprechen. »Aber wir können doch...« Erneut spuckte der Geschützturm Feuer und Tod. Die Welle erreichte uns eine halbe Sekunde später, und jetzt verwehrte eine neuerliche Wolke aus Staub und Qualm den Blick auf die Station. Braunjacke unten zog den Doktor beiseite, als ein Hagel aus kleinen Gesteinsbrocken auf die gaffenden Vampire niederging. Ein großer Brocken traf den Panzer und prallte ab, ohne Schaden anzurichten. Das metallische Geräusch war gut zu hören. Frau Doktor schüttelte Braunjacke ab und richtete sich wieder auf. Dann brüllte sie etwas in Richtung Panzer und gestikulierte zu der brennenden Station. Ihr Gesicht verzerrte sich dabei zu einer bösartigen Fratze. Petra unterbrach mich. »Gar nichts könnt ihr tun. Ich lasse euch zwei Idioten nicht einfach da runterrennen. Ein Panzer und 10 Mann? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ein Freund von uns ist da drin. Euer Freund ist tot. Seht ihr, was die da mit sich herumschleppen?« Petra zeigte zu den Vampiren. »Die haben nicht nur an Dialysegeräten mitgenommen, was sie tragen können. Da, schaut genau hin.« Widerwillig drehte ich meinen Kopf. »Siehst du die Thermoboxen?« Ja, ich sah sie. Es waren viele. Sie hatten sie noch nicht verladen, sondern neben dem Transporter aufgestapelt. Bis jetzt hatte ich sie für Vorräte oder sonst was gehalten. Thermoboxen. Viele. Blut. Auf Eis. Petra sah, dass ich verstand, was sie meinte. Aber trotzdem, selbst wenn sie alle ausgeblutet haben sollten, ihr müsst gar nichts, außer euch in unserer Abmachung halten. Und wenn ihr tot seid, dann könnt ihr das nicht, oder? Ich werde euch bestimmt nicht mit Gewalt hier festhalten. Aber wenn ihr da rausgeht und eine Schießerei anfangt, werfen wir euch die Frau und das Kind hinterher. Meine Hände ballten sich zu Fäusten. Du miese kleine Vorsicht! Narbengesicht hob seine Waffe wieder und auch die beiden anderen Wachen umfassten ihre Gewehre fester. Petra fuhr fort. Ihr werdet mir noch dankbar sein, dass ich euch nicht da draußen sterben lasse. Wenn die da unten fertig und weg sind, könnt ihr gerne rausgehen und nachschauen, ob noch jemand lebt. Wir werden jeden hier aufnehmen, der noch zu retten ist, das verspreche ich. Aber unsere Sicherheit hat absoluten Vorrang. Und um die zu gewährleisten, brauchen wir euch. Und ihr braucht uns, so einfach ist das. Keiner von euch geht nach draußen. Ist das jetzt geklärt? Erneut feuert der Panzer. Das ist doch scheiße! Petra wollte mir eine Hand auf die Schulter legen, doch ich schlug sie weg. Sie kam aus dem Gleichgewicht und schwankte, und Narbengesicht machte einen Schritt auf mich zu. Für eine Sekunde hätte ich nichts lieber getan, als ihm eine zu verpassen. Seine elende, verbrannte Drecksfresse, die beiden Wachen mit seiner Waffe niederschießen und das widerliche Weib durch die geschlossene Scheibe werfen. Und ich weiß nicht, ob ich es nicht wirklich versucht hätte in diesem Moment, aber Gustav trat zwischen uns. Komm, Mariam hat sicher Angst. Wir gehen zurück. Aber komm jetzt. Denk an Wanda und die Kleine. Nein, nein, das tun wir nicht. Wir bleiben hier stehen und sehen uns das an. Und sobald diese Wichser da unten in ihre Autos steigen, suchen wir nach Sven. Klar? In dem Moment, in dem sie die Motoren anlassen, gehen wir raus. Und Petra, wenigstens dafür will ich deine Hilfe haben. Ruf schon mal die Leute zusammen. Sie sollen Werkzeug mitbringen. Ihr Gesicht sagte,
Das hier ist mein Haus und du bist Gast, du kleines Arschloch. Du hast hier keine Forderungen zu stellen, also benimm dich gefälligst. Aber ihr Mund sagte schlicht, na gut, du bekommst deine Leute. Sie feuerten die 30-Millimeter-Kanonen noch 6-mal ab, bevor es soweit war und der Doktor den Aufbruch befahl. Sie stieg als Letzte ein, nachdem ihre Leute die Thermoboxen und die Fahrzeugbatterien, mit denen sie die Waffensysteme des Panzers gespeist hatten, endlich eingeladen hatten. Kaum dass die Wagentür geschlossen war, stürmte ich los. Die Handvoll Leute, die Petra mir zugesichert hatte, warteten schon unten auf mich, und während Gustav und das Narbengesicht mir folgten, rief Petra mir nach. »Ich habe auch Leute aufs Dach geschickt. Sie geben euch Deckung, falls die Vampire doch noch einmal zurückkommen sollten.« »Toll, ganz toll. Das war ja wirklich nett von ihr.« Trümmer, wohin das Auge blickte. Ein paar Wände standen noch, aber der Rest war ein Chaos aus aufgesprengten Steinen, Holzbalken, Leichenteilen, Krankenhausbetten und allem möglichen Zeug. Manches hatte den Beschuss wie durch ein Wunder unversehrt überstanden. Inmitten von all der Zerstörung erhob sich noch eine Wand einer Kaffeeküche. Die Tassen standen unbeeindruckt von allem, was geschehen war, in ihren Regalen, und nur einen Meter von der Kaffeeküche entfernt loderten Flammen. In diese Flammen ragte ein Krankenhausbett hinein, das, mitsamt der toten Frau, die darin lag, am Fußende brannte. Tote waren nahezu überall oder Teile von ihnen. Einer von Petras Männern musste kotzen, als er bemerkte, dass er auf einen Arm getreten war. »Sven! Sven!« Wir bekamen keine Antwort. Schritt für Schritt tasteten wir uns weiter durch das Skelett der Station. »Schaut nach oben und passt auf, dass euch nichts auf den Kopf fällt«, wies Gustav niemanden im Speziellen an. Das Gebäude war nicht komplett eingestürzt. Vielmehr war es, als hätte man etwas, einen gigantischen Wal vielleicht, diagonal von oben nach unten aufgeschnitten, und als ob man diesen bizarren Querschnitt nun begehen und erklettern konnte. Ich bewegte mich wie schlafwandelnd durch das Chaos, umging kleine Feuer, wich scharfkantigen Stahlstreben aus, hob eine aus dem Rahmen gerissene Tür an, fand dort einen halben Schädel mit merkwürdig entspanntem Gesichtsausdruck, zog eine halb unter Gesteinsbrocken begrabene Leiche am Arm ins schwindende Winterlicht und so weiter und so weiter. Nach einer Stunde hatten wir Sven noch immer nicht gefunden und auch keinen anderen Überlebenden. Die meisten der kleinen Feuer waren ausgebrannt. Endlich kam es mir in den Sinn, die halb verbrannte Leiche der Frau in dem Krankenhausbett genauer zu betrachten. So wie es aussah, hatte Petra recht gehabt mit dem, was sie über die Thermoboxen gesagt hatte. Ein Metallschrapnell hatte sich in den Bauch der Frau gebohrt, aber es war nicht der kleinste Tropfen Blut ausgetreten. Nichts. Sie war schon leer und tot gewesen, bevor die Vampire die Station in Trümmer geschossen hatten. Schnell untersuchte ich einige der anderen Toten und stellte dasselbe fest. Blutleer, ausgesaugt, ausgelaufen, weggeworfen. Blutbeutel. Als es dunkel wurde, gab ich das Suchen auf. Petras Leute hatten ihre Bemühungen schon früher eingestellt. Gustav war bei mir geblieben, allerdings hatte der Arzt meine direkte Nähe gemieden und war mir lediglich in einigen Metern Abstand gefolgt. Er passte auf mich auf. Als wir jetzt die kurze Strecke zurück zur Poliklinik gingen, schwiegen wir. Die beiden Wachen am Eingang ließen uns herein, und als wir wieder im Schreibzimmer waren, wo Mariam neben Wanda saß, sagten wir zunächst nichts. Sie hatte alles vom Fenster aus beobachtet. Wir brauchten ihr nicht viel zu erzählen. Als wir das Wenige, das es dennoch zu sagen gab, berichtet hatten, herrschte betretenes Schweigen im Raum.
Also ist Sven tot? Wahrscheinlich, hoffentlich. Denn wenn er noch lebt, dann liegt er irgendwo unter den Trümmern und wird heute Nacht erfrieren. Gustavs Stimme war sachlich, so sachlich, dass ich wütend werden wollte, aber dann erinnerte ich mich daran, dass er Sven nicht gekannt hatte. Oder falls doch, dann entweder nur als anonymen Rotärmel aus Ibans Lager oder als unter Drogen gesetzten Blutbeutel an ein Bett gekettet und sprachlos, und somit war er für ihn abstrakt, nur ein Name, ohne das, was einen Menschen ausmacht. Mariam, wenn es dir hilft, ich glaube nicht, dass er von alledem viel mitbekommen hat. Die anderen, die wir gefunden haben, die waren schon tot, bevor der Panzer angefangen hat zu schießen. Wir sind eingeschlafen und haben wahrscheinlich nichts bemerkt. Sie haben ihr Blut rausgeholt, oder? Ja, das haben sie getan. Aber es hat ihnen nicht wehgetan. Bist du sicher? Ja. Das Mädchen schwieg für eine kleine Weile und schaute aus dem Fenster in den winterlichen Nachthimmel. Sind sie böse? Die Vampire, meine ich. Gerne hätte ich einfach mit Ja geantwortet, aber was war heute denn schon noch so einfach? Außerdem war Mariam vielleicht doch schon etwas zu erwachsen für solche Antworten. Das kann man nicht so genau sagen, Mariam. Der Doktor und ihre Leute, sie brauchen das Blut zum Leben. Jeder hat das Recht zu tun, was zum Überleben nötig ist. Na, manchmal bedeutet das, dass man schlimme Dinge tun muss. Es gibt Menschen, die können das und welche, die können es nicht. Und wenn solche Menschen aufeinandertreffen, dann bedeutet das meistens nichts Gutes für die, die es nicht können. Die hatten noch andere Kinder da, auf der Station. Die waren nicht böse, die waren ganz normal. Haben sie mit dir gespielt? Sie nickte, dann wurde sie traurig. Es war ein bisschen wie mit Tommy. Wir redeten noch die halbe Nacht. Mariam erzählte uns viel von dem, was sie in den letzten Tagen erlebt und gelernt hatte. Erst als Gustav verkündete, dass er sich nun schlafen legen würde, traf es mich wie mit einem Vorschlaghammer. Scheiße, Gustav, es tut mir leid. Ich hab gar nicht mehr daran gedacht. Das Gegengift. Der Arzt lächelte schief. Mach dir nichts draus. Es gibt viel, an das du zu denken hast. Außerdem besteht immer noch etwas Hoffnung. Ich hab das schon durchgedacht. Morgen, sobald es hell ist, werde ich mir zwei von Petras Leuten schnappen. Wir werden die Trümmer der Station nutzen, um die Zufahrt und den Panzer zu befestigen. Und im Zuge dessen werde ich die Augen offen halten. Das Büro von Frau Doktor steht noch, so wie es aussieht. Allerdings ist die Tür zugeschüttet. Mit etwas Glück finde ich dort, was ich brauche. Ein kleiner Teil der Last, die mich so urplötzlich niedergedrückt hatte, fiel von mir ab. Ja, das klingt gut. Und dann werden wir, nicht wir, ich werde das tun. Glaub mir, das kann ich alleine. Du musst unseren Deal mit Petra erfüllen oder wenigstens damit anfangen, etwas von dem Kram zu besorgen, den sie braucht. Ich dachte darüber nach. Mariam, die inzwischen an Wanda gekuschelt eingeschlafen war, wälzte sich herum. Und sie? Sie bleibt hier und passt auf Wanda auf. Ist dir übrigens aufgefallen, dass sie inzwischen manchmal spricht im Schlaf? Kann gut sein, dass sie morgen oder übermorgen aufwacht. Bevor wir loslegen, waschen wir sie nochmal. Schlaf jetzt, es ist schon spät. Ich wusste nicht genau, ob er mich nur nicht mit seinen Problemen behelligen wollte oder ob er selbst in diesem Moment vergessen hatte, dass er morgen früh zum wiederholten Male wahnsinnige Schmerzen und Krämpfe über sich ergehen lassen musste, dem Doktor sei Dank. Auch wenn ich Mariam vorhin eine andere Antwort gegeben hatte. Das war mein theoretischer Standpunkt zu dieser ganzen Sache gewesen. Mein emotionaler, der sah ganz anders aus. Ich lag noch lange wach in dieser Nacht und lauschte den Atemzügen von Mariam, den langsameren von Wanda und dem leisen Schnarchen von Gustav. Wie zum Ausgleich schlief ich fast bis zum Mittag. Als ich mich aufrichtete, sah ich, dass Gustav und Mariam bereits damit beschäftigt waren, Wanda wieder zuzudecken.
Er hatte seine Krampfanfälle also bereits hinter sich gebracht und die beiden hatten mit dem Waschen begonnen. Gustav sah zu mir herüber, als ich mich bewegte. »Wir sind eben fertig geworden. Du bist gerade richtig aufgewacht, um loszulegen. Mit Petra habe ich auch schon gesprochen. Das da...« Er zeigte auf einen großen Rucksack, neben dem ein Jagdgewehr an der Wand lehnte. »Ist für dich. Ist auch Essen für den Tag drin. Steh auf und fang an.« Seine Carpe Diem-Stimmung kam mir aufgesetzt vor, aber ich entsprach ihr dennoch und machte mich langsam abmarschbereit. »Wo soll ich denn anfangen?« »In der Großküche, würde ich sagen. Lass dir den Tunnel zeigen. Allerdings kann dir Petra niemanden mitgeben. Alle entbehrlichen Leute sind schon damit beschäftigt, die Reste der Station zu verwerten.« »Das macht nichts.« »Nein, das machte mir gar nichts aus. Es war mir lieber, wenn ich alleine war. Menschen bedeuten Ärger, und nach all der Zeit in Gesellschaft war ich froh, einen Streifzug ohne Anhängsel unternehmen zu können. Außerdem wollte ich nach den Spuren der Vampire suchen. Was, wenn sie noch in der Nähe waren? Dabei konnte ich niemanden gebrauchen, der mich anhielt, den Deal mit Petra zu erfüllen. Gustav erhob sich, gab Mariam einen Kuss auf die Stirn, dann verabschiedeten wir beide uns von ihr. Wanda rollte die Augen unter ihren blassen Lidern. Gustav hatte das auch bemerkt und sagte zu Mariam, »Wenn sie aufwacht, rufst du aus dem Fenster. Ich bin dann gleich bei dir und sehe nach ihr.« Das Mädchen hob und senkte den Kopf. Dann gingen wir. Den Weg bis zum Haupteingang legten wir zusammen zurück. Im zweiten Stock saßen Petra und das Narbengesicht beieinander an ihrem Tisch. Ich ignorierte sie, aber Petra rief uns trotzdem hinterher, dass sie uns viel Erfolg wünschte, und ich unterdrückte den Impuls, ihr den Finger zu zeigen. Als wir bei dem Panzer vor dem zerstörten Gebäude angekommen waren, waren zwei von Petras Leuten, die auch bei meinem Vorstellungsgespräch Wache gehabt hatten, damit beschäftigt, die Systeme des Waffenturms zu durchschauen und die Munition zu inventarisieren. Gustav sah kurz zu ihnen hinüber, dann wanderte sein Blick fiebrig tastend über das Trümmerfeld. Seine erst kurz zurückliegenden Krampfanfälle hatten ihn daran erinnert, dass er seine Probleme lösen musste, und das war auch gut so. Unsere Verabschiedung fiel knapp und freundlich aus. Wir wussten ja, dass sie nicht von Dauer sein würde. Ich drückte ihm die Daumen für seine Suche nach dem Gegengift. Petra hatte mir keine zusätzliche Munition mitgegeben, und im Laufen überprüfte ich das Magazin des Gewehrs. 7 Kugeln. Ob sie auf diese Weise dafür sorgen wollte, dass ich nicht übermütig wurde, oder ob die Munition bei den Versehrten der Poliklinik tatsächlich so knapp war, konnte ich nicht mit Sicherheit sagen. Es war auch einerlei. Ich würde schon damit zurechtkommen. Ich schulterte die Waffe wieder. Die Fahrzeuge der Vampire hatten frische Spuren im Schnee hinterlassen, und ich folgte ihnen, vorbei am Zoo, vorbei an der Haut- und Frauen- und Kinderklinik, bis ich nach rechts abbiegen musste, um zur Großküche zu gelangen. Die Vampire waren an dieser Stelle geradeaus gefahren, exakt den Weg entlang, den wir zusammen mit Braunjacke genommen hatten, vor einer gefühlten Ewigkeit. Eine Minute lang stand ich unschlüssig herum. Der Wunsch, sie zu verfolgen, brannte heiß in mir, aber wenn ich genauer darüber nachdachte, hatte das Zeit. Sie waren viele, würden also nicht besonders schnell sein, auch nicht mit ihren Fahrzeugen, nicht im Winter und nicht auf diesen Straßen. Sie würden vermutlich nicht besonders weit von hier wieder eine Basis errichten müssen, und selbst wenn sie in diese Richtung weiterfahren würden, immer weiter nach Norden, dort wimmelte es bestimmt noch vor Degenerierten. Wenn Wanda, wie Gustav vermutete, bald wieder zu Bewusstsein kommen würde, war immer noch Zeit genug, sie zu stellen. Ich dachte an die Motorräder in der Poliklinik. Und selbst das wäre, auch wenn es mir gut tun würde, nur dann nötig, wenn Gustav bei seinen Aufräumarbeiten nicht finden sollte, was er brauchte. Ich wandte mich also nach rechts.
Linker Hand lag ein Parkhaus, dahinter schlossen sich Richtung Osten einige Hochhäuser an, Wohnheime für Studenten und Krankenschwestern, wie ich vermutete. Sie allerdings waren größtenteils verfallen, und zwischen ihnen wucherten bereits vom Winter skelettierte Bäume und Sträucher. Auch rechts von mir hatte die Natur sich gierig Raum genommen und die ehemaligen Grünstreifen, durch die noch ein recht breiter und teilweise unbewachsener Pfad führte, der mich annehmen ließ, dass es sich hierbei um einen Radweg oder so etwas gehandelt hatte, in undurchdringliches Dickicht verwandelt. Nach nur 200 Metern lag das große flache Gebäude der Großküche zu meiner Linken. Vor und hinter meinem blechverkleideten Ziel schlossen sich verwaiste, zugeschneite Parkplätze an. Der ganze Komplex war recht unscheinbar, und ich erkannte ihn hauptsächlich an den beiden großen, gebogenen Abluftanlagen. Da die Versehrten der Poliklinik das Gebäude stets durch die Tunnel aufgesucht hatten, gab es hier keinerlei Spuren zu sehen. Ich umrundete das ganze Gelände einmal, um mir die Umrisse und Zugangswege des Gebäudes einzuprägen. Der hintere Teil war eingestürzt und das Glas nahezu aller Oberlichter, die ich sehen konnte, war zersplittert. Ich achtete darauf, keine Spuren zu hinterlassen, die von der Straße aus direkt zum Haupteingang oder den Ladebuchten der Großküche führten. Das wollte ich nicht, nicht, bis ich nicht einen funktionstüchtigen LKW oder einen Transporter gefunden hatte, wie ihn auch die Vampire benutzten. Denn den würden wir ohnehin brauchen. Ich ging am Rand der Straße entlang weiter nach Osten, vorbei an der Kopfklinik, vorbei an der pädagogischen Hochschule, und nach einem knappen Kilometer kam ich an einer mehrspurigen Straße an, die die, auf der ich gerade lief, rechtwinklig kreuzte. Berliner Straße, sagte ein Schild. Gustav hatte von Waffenläden in der Altstadt gesprochen. Ein weiteres Schild zeigte an, dass diese Richtung Südosten lag. Allerdings sagte dieses Schild ebenfalls, dass in der entgegengesetzten Richtung eine Feuerwehrstation und ein Polizeiposten lagen. Einen kleinen Moment lang überlegte ich, aber dann entschied ich mich für die Feuerwehrstation. Sollte sie nicht zerstört worden sein, standen die Chancen gut, dort in der Garage ein brauchbares Fahrzeug zu finden, das nicht von Wind und Zeit und Wetter in Mitleidenschaft gezogen worden war. Ich wandte mich also nach links und ging entlang der überwucherten Straßenbahnschienen los. Zu meiner Rechten waren schon vor dem Krieg Erdwälle zum Lärmschutz für die dahinterliegenden Wohnviertel aufgeschüttet und bepflanzt worden und waren jetzt von einer undurchdringlichen, stachelig aussehenden Mauer aus Bäumen und Sträuchern bewachsen, von denen sich einige auch hier und da durch das Pflaster des sich davor befindenden Gehweges gekämpft hatten. Das Feuerwehrhaus war nicht besonders weit weg, und ich konnte es durch das kahle Gesträuch recht früh erkennen. Es sah intakt aus. Das war großartig. Jetzt musste ich nur noch zweimal Glück haben. Es stellte sich heraus, dass genau das der Fall war. Beinahe zumindest. Nachdem ich den Zaun überklettert und das Gebäude umrundet hatte und alles, von den allgegenwärtigen, wildwuchernden Pflanzen abgesehen, ganz so aussah, als ob hier noch niemand geplündert hatte, drang ich in das Gebäude ein, indem ich kurzerhand ein kleines Fenster auf der Rückseite zertrümmerte. Es führte in eine Toilette, die glücklicherweise nicht abgeschlossen war. Im Gemeinschaftsraum sah es so aus, als wäre er Hals über Kopf verlassen worden. Kaffeetassen, leere, volle und halbvolle, kleine Teller mit Keksen und eine halb vergammelte Pizza in einem auf der Tischplatte scheinbar festgewachsenen Karton. Und tatsächlich stellte ich kurz darauf fest, dass die Fahrzeughalle leer war. Leer bis auf einen roten Sprinter. Die Löschzüge waren wohl ausgerückt und nicht wieder zurückgekommen.
Der Wagen war verschlossen, aber nach einer erneuten Durchsuchung des Feuerwehrhauses fand ich das hinter einer Glasscheibe verschlossene Schlüsselbrett. Während die Scheibe in Splittern zu Boden klirrte, erschien, gerade als ich meine Hand nach dem Schlüssel ausstreckte, ein Einschussloch in der Wand vor mir. Merkwürdigerweise hatte ich den Schuss nicht gehört. Ich rollte mich instinktiv zur Seite und versuchte, einen Blick auf den Schützen zu erhaschen. Da stand ein kleiner Junge mitten in der Fahrzeughalle und zielte mit einer Pistole auf mich. Ich kannte ihn.